Dann brauche ich die gar nicht aufbauen. Tschüss, doofe Blutegel. Beryl. Hier habe ich einen Florin her. Das heißt, ich habe jetzt 9. Verstehe ich nicht. Aber na gut, geht's erstmal zurück. Ich meine, hier unten könnte ich vielleicht noch was erkunden. Aber hier ist ja der giftige Rauch. Verstehe nicht, aber okay. Geht's erstmal zurück, bevor die Kerze weg ist. Und sie ist weg vorher. Na geil. Laterne. Laterne, Laterne. Ich gebe. Übrigens bin ich hier ziemlich nicht enthusiastisch. Also nicht. Naja, so. Yay, Leute, heute machen wir Scheißerei. Erstens, weil ich leise sein muss. Weil es spät ist. Sehr spät. Und ich niemanden stören will. Und zweitens. Ich habe da einen Raum vergessen. Und zweitens, weil dieses Spiel irgendwie nicht so ist. Also, da läuft keine Musik jetzt im Hintergrund zum Beispiel, wo ich jetzt nicht sage, ja, lass dazu abtanzen, sondern das ist einfach nur konzentrieren und mit Ratte, Maus, mit einer süßen Maus durch die Gegend rennen. Und von Ratten verfolgt werden alle paar Sekunden. Und falls ihr euch fragt, warum nehme ich den auf, wenn es spät ist, weiß ich auch nicht. Ist also. Ich habe den Weg frei. Bis auf einen. Da muss ich gar nicht lang. Doofe Ratte. Das ist Nacht. Und na, Mann, ey. Die schlafen auch nie, oder? Die Ratten. Rote Rose. Auf dem Weg hier rüber habe ich eine Sache gesehen. Außer ein Stick. Mann, muss ich warten, bis er wieder wach wird? Darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Und vor allem hier bei ihm ruckelt es immer so blöd. Natürlich draußen sehr dunkel und ein Tag hat jetzt irgendwie 45 Minuten gebraucht. Okay, ist da was drin? Ist da wer da? Nee, so. Ich habe 7 Flaschen. Ich dachte, man kann nur 5 aufnehmen. Verstehe ich. Klotes. Ziemlich behindert aus. Aber na gut. Ich bin jetzt schon hier direkt. Ist ja krass. Hier gibt es ja richtig viele Wege. Okay. Ich würde da gerne hoch. Ich weiß nicht, ob der Stuhl runterfallen kann. Mann, ich will da hoch. Lass mich da hoch. Blöder Arsch. Aber na gut. Man kann auch nicht alles haben auf der Welt.
Draußen ist es so scheiß dunkel und hier drin so schön warm und kuschelig. Da ist mir gerade aufgefallen. Dadurch, dass hier diese Leiter ist, können wir da auch wieder hoch. Glücklicherweise habe ich auch nicht so viel Lampenenergie jetzt verbraucht. Kann die direkt wieder auffüllen gehen hier. Diese Fackeln regen manchmal auf. Oh nein. Wieso gibt es so dunkle Orte? Das ist voll scheiße. Hier ist es überall draußen dunkel. Da komme ich nicht hin. Die Lampe wollte ich eigentlich auch nicht. Hinten sind die zwei Leute. Da gehe ich jetzt noch hin und frage die nochmal nach der Liste. Weil ich das nicht ganz weiß auswendig, was wir alles brauchen, um zu entkommen. Ratte, Ratte. Ratte. Das war knapp. Eigentlich hätte er mich sehen müssen, aber hat er nicht. Glücklicherweise. Fick dich. So, versteck dich. Schnell, versteck dich doch. Danke. Und das war knapp. Hör auf, Fackel. Ist scheiße. Fackel, geh weg. Der hat einen anderen Helm als die anderen. Gut. Schön. Lauf nochmal runter. Dann ist das meine Fahrkarte zu den beiden. So, bitte geh nochmal weg. Geh weg. Geh weg. Die kann ich dummerweise nicht alle wegsperren, weil es hier eigentlich gar keinen Ort gibt zum Wegsperren. Oh Mann, Alter. Piss dich. Wehe, du hast mich entdeckt. Ich schlag dich. Muss ich einmal niesen? Entschuldigung. Ah, das ist scheiße. Hier sind zwei Räume. Was in dem Raum ist, weiß ich nicht. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht runter, noch nicht. Bleibt mir aber keine andere Wahl momentan. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wenn ich schon so versteckt war. Wird wohl auch keine Ratte davon wissen. Hör auf, so rum zu spacken. Und wenn keine Ratte davon weiß, müsste ich hier ungestört rumtun können. Wo ist das denn jetzt? Oh, fuck. Da oben ist eine Ratte.
kann ich allerdings abwerfen mit einer Flasche und das reimt sich sogar. Das ist ein direkter Zugang zurück nach drinnen. Die können, also eine Ratte kann die andere direkt wieder aufwecken. Das ist interessant. Ich kann mal gucken, was ich alles Schönes entdeckt habe jetzt da unten. Also Schriftstücke brauche ich jetzt nicht. Essen habe ich. Ich habe 3 Schlüssel. Und Piratenscheiße. Muss hier nur verschwinden. Und da keine Ratte hiervon weiß, wird die wahrscheinlich auch nicht durchkommen, habe ich hier meine Ruhe. Kommt hier runter? Sieht nicht so aus. So. Hoi. What are you doing? Wieso? Die Fackel nervt überhaupt nicht da drin. Achso, ich kann es immer noch steuern. Was hat er, wenn da ist der Emerald Fire? Schön. Einfach mal der Musik hören und genießen. Okay. Schön. Die Fackel nervt voll. Ist das nicht immer dieselbe Melodie? Nee, okay, ist eine andere. Hätten da Stimmen eingefügt, dann wäre das übelst geil, finde ich. Der singt eben von seiner eigenen Liebe. Überhaupt nicht egoistisch. Oder so. Ups. Ich habe ein bisschen maßlos übertrieben. Ich wollte eigentlich nur eine Stunde machen. Jetzt habe ich, glaube ich, eine Viertelstunde. Aber okay. Schaut eh keiner an, so wie ich rede. Ich bin so müde. Will ich nicht mal. Okay. Gut, ein Autosave wurde jetzt gemacht. Die Fackel nicht, aber. Oh, er schläft. Deswegen kann ich nicht mit denen reden. Ja gut, wenn ein Autosave gemacht wurde. Gut, ganz noch geschafft. Muss ich gar nicht speichern eigentlich, aber ich speichere trotzdem.
Und dann verabschiede ich mich. Habe eh schon übertrieben. Och, ist das dein Ernst? Bin ich da aus dem Haus gegangen? Kommt die da unten durch? Nein, kommt sie nicht. Gut. Dann verabschiede ich mich. Dann sehen wir uns wann anders. Viel bis dann. Viel Spaß an allen möglichen. Und ciao mit V und deiner Mutter. Nein, Spaß. Tschüss.